Christian, heute machen wir einen Duxer Bergklammrücken von Michael Nahhof. Dazu ein leichtes Antipasti-Gemüse mit einem kleinen Schuss Essig dazu. Als Tipp für den Ostersonntag, ein leichtes Gericht für den Frühling, für das Wetter. Und dazu empfehlen wir ein Ziel vom Zillachtalbier, ein Imperial Tirol. Ich habe schon einen Duxer Bergklammrücken, den marinieren wir jetzt gleich ein bisschen. Ein Salz. Pfeffer auf beide Seiten. Geben wir ein bisschen Olivenöl dazu. Thymian nehmen wir noch. Jetzt haben wir unseren Grill schon vorgeheizt. So lassen wir jetzt das rosa braten. Derweil unsere Galamrücken im Griller dahin brotet, machen wir dabei das Antipasti-Gemüse, Olivenöl, Gemüse nach eurer Wahl, Salz und Pfeffer. Dann lassen wir das schöne Goldbraun aufbraten. Wenn das Gemüse auf schön angebraten ist, dann geben wir ein bisschen frischen Essig dazu. Dann lassen wir das schön einkochen. Wenn unser Galamrücken fertig ist, holen wir ihn aus dem Grill raus. Dann bricht man das Antipasti-Gemüse um. Schneiden wir unseren Lammrücken auf. Geben wir noch ein bisschen frische Bundekresse momentan, passend zu der Jahreszeit.